In dieser Lektion beim Wheelie üben geht es um das seitliche Gleichgewicht und ihr werdet merken, das ist einer der Schlüsselpunkte, gerade wenn man nicht nur den Wheelie Impuls setzt, sondern auch den Wheelie weiterfahren will. Es ist ein Try and Error Verfahren, das heißt, man lernt auch durch die Fehlversuche, wenn man doch zur Seite kippt und dann, wenn es besser klappt, sortiert das Gehirn schon ein, aber ein paar kleine Tipps und wichtige Faktoren, die ich euch jetzt mitgeben will, helfen euch, dass ihr das seitliche Gleichgewicht halten könnt. Für die seitliche Balance ist es ebenso wieder sehr wichtig, auch isoliert zu üben. Sprich, bevor man sagt, okay, ich habe es jetzt gesehen, wie der Profi das im Video macht, ich mache das auch direkt im Wheelie, macht ihr das einfach mal im Fahren. Das heißt, ihr rollt in der Ebene, Sattel auf der Wheelie-Höhe, mittlere Höhe in der Regel, und dann fangt ihr mal an, beim Pedalieren das eine Knie rauszuhalten. Übt das Nutzen der Knie und Beine isoliert für beide Seiten. Übertreibt es so weit, dass eure Fußsohle aufkantet und ihr das Gefühl habt, ihr habt den Kontakt zur äußeren oberen Kante des Flatpedals. Nun ist es wichtig, auch die Ausgleichsbewegung aus dem Oberkörper isoliert zu üben. Sprich, ihr rollt wieder in der Ebene und fangt mal an, eure Schultern, euren Oberkörper seitlich zu bewegen. Wichtig ist dabei, dass ihr immer noch merkt, euer Rad rollt kontrolliert geradeaus und wackelt nicht dabei hin und her. Gerade das Nutzen der Schulterbewegung und des Oberkörpers ist extrem wichtig, damit ihr, wenn ihr Ausgleichsbewegungen macht, nicht anfangt mit dem Lenker wild hin und her zu schwenken, was sich viele direkt von Anfang an angewöhnen und immer in eine totale Unruhe geraten. Wenn ihr den Wheelie-Impuls weiter geübt habt, sprich ihr habt das Vorderrad hochgeholt mit Bewegung des Oberkörpers und Kickstart, ihr pedaliert weiter, könnt ihr auch schon anfangen, die seitlichen Ausgleichsbewegungen zu starten. Eine wichtige Trockenübung, die ihr machen könnt, wenn ihr einen Partner habt oder mehrere Leute, die euch helfen, dass ihr euch festhalten lasst, hintere Radbremse gezogen, dann den Wheelie simuliert und auch mal die Bewegung der Schulter des Körpers ausprobiert. Dabei sollte euer Bike ruhig bleiben. Für die seitliche Balance beim Wheelie ist es ganz wichtig, dass ihr dieses aktive Bewegen drauf habt. Und da kann es euch passieren, dass ihr für einen Moment das Gefühl habt, ihr seid eingefroren wie ein toter Matrose, um dann nicht festzuhängen und wegzukippen. Aktives Ausgleichen mit den Schultern, mit dem Körper und ihr seid wieder im Wheelie und könnt weiterfahren. Das Üben der seitlichen Balance ist ein Schlüsselfaktor, aber er erfordert wie viele andere Dinge beim Wheelie auch Geduld. Sprich, es werden immer noch in der Anfangsphase Fehlversuche dabei sein, wo ihr zur Seite kippt, da geht dann euer Fuß raus. Wichtig ist, macht es euch nicht zur Gewohnheit, zu früh den Fuß rauszunehmen, um euch abzufangen. Das habe ich auch schon häufig bei Teilnehmern erlebt, sondern versucht es durchzuziehen und erst, wenn euer Rad wirklich komplett abkippt, wird instinktiv als Reflex euer Fuß rausgehen und einen Sturz vermeiden. Das waren ein paar wichtige Hinweise und Tipps für eure seitliche Balance. Üben, 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 machen, fühlt die Dinger, spürt es und dann werdet ihr merken, es wird immer besser. Gehen wir weiter zur nächsten Lektion.